Hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserer Lieblingshölle. Yay! Die Lieblingshölle. Wir sind wieder da. Green Hell geht weiter. Juhu. So, uns geht's super. Tag 13. Das ist doch bestimmt ein perfektes Omen. Und wir hatten das letzte Mal tatsächlich, oh Wunder, den ersten, ja, was heißt den ersten, aber den ersten nennenswerten Bug. Die Fasern wurden mir nicht angezeigt, deshalb konnte ich das Nest auch nicht aufnehmen. Stand in den Kommentaren, jetzt nach einem neuen Spielstart, neue Aufnahmesession, ne, werden mir die Fasern hier tatsächlich angezeigt und damit haben wir dann auch was möglicherweise Neues zum Herstellen. Fertig. Okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man. Okay, also doch, das passt. Nochmal. Passt. Oh, ne, Moment mal, da wird nichts von angezeigt da oben, ne? Sonst wäre das ja gefüllt mit irgendwas. Ja, nein, nee. Okay, Fasern. Hier so eine Knochen. Huch. So eine. Ey! So eine Knochenkette. Was könnte ich mir mit Fasern herstellen? Ich hätte jetzt gedacht, Seil, aber Seil kriegen wir ja auch so. Wenn man da irgendwie. Ja. Wo sind denn eigentlich unsere Steine? Haben wir keine Steine mehr? Wo sind denn die Steine hin? Ja, mei. Und Scheiß, wo sind die hin? Ich habe keine Steine mehr. Um Gottes Willen. So und so häufen sie sich. Müssen wir echt gleich nochmal Steinchen holen, ne? Ja, also so kann ich jetzt nichts bauen. Ich kann so nicht bauen. Ich kann so einfach nicht bauen. So geht das nicht. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 15 Uhr, ja scheiße. Das ist unpraktisch. Steinachs, Steinachs. Dann gehen wir uns jetzt nochmal gerade ein bisschen Stein suchen. Habe ich hier vorne noch welchen hingelegt? Ich dachte es eigentlich. Aber er ist weg. Ist eigenartig. Ich hätte schwören können, ich habe da welchen hingelegt. Oh Gott, es ist Tag 13. Und wir haben keine Steine mehr. Und keine Pilze. Wir haben wirklich keine Pilze mehr. Holt das Spiel jetzt den Arschlochhammer raus? Möchte es uns jetzt fertig machen? Endlich. Ohne Scheiß, das ist jetzt krass. Ich hatte doch Steine dahingelegt, oder nicht? Was? So. Sammeln. Ich hatte doch Stein. 5, 4, 3. Wo habe ich denn Steine? Jetzt habe ich fünf. Gab es jetzt so viele Steine? Kriegt man da fünf Steine aus einem großen raus? Ich dachte immer nur zwei. Oder waren die nicht angezeigt worden? Wird immer irgendetwas nicht angezeigt? Wahrscheinlich wird jetzt mir wieder nicht die Faser angezeigt. Doch. Okay. Gut, wir haben noch Steine, aber dann nehme ich nochmal so einen großen mit, wenn wir jetzt noch irgendwo einen finden. Ich weiß, auf einer der Inseln lag noch einer. Ein bisschen Stöckchen nehmen wir uns noch. Dann machen wir uns jetzt erst nochmal so ein bisschen die Taschen voll. Machen wir uns jetzt erstmal noch so ein bisschen die Taschen voll. Und gehen dann am nächsten Tag. Ja, da müssen wir eh nochmal pofen, weil es ist ja jetzt schon spät. Dann gehen wir lieber früh ins Bett und dann beim ersten Sonnenstrahl werden wir uns dann auf Erkundungstour machen in Richtung großem See. Den nehmen wir mal mit. Großer Stein, okay. Nicht noch ein Knochen. Okay. Ja, warum auch? Ah, oder habe ich ein anderes Lager für die großen Steine mir gemacht? Habe ich hier hinten was hingelegt gehabt? Nö, ne? Nö, aber könnte ich machen. Und dann nie wiederfinden. Finde ich gut. Beste Idee, die ich hatte. Mach schon. So, trinken. Sammeln. Und essen. Essen. Und weg.
Und Eddie mir verdirbt. Essen. So. Wo war jetzt der Stein? Da. Hier ist noch den Stock. Den Stock. Den auch. Und dann den Stein. Ja. Tun wir den da hin. Könnten wir hier auch nochmal so eine kleine Steinfalle bauen. Wobei mir... Die Schlingfalle, die haben wir ja auch noch gar nicht. Die Schlingfalle, die haben wir noch gar nicht. Die wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Dann könnten wir uns da regelmäßig mal so ein Schweinchen holen. Warte mal, das ist gar nicht dümmlich. Wie sieht es denn überhaupt mit unserem Fleisch aus? Hier haben wir noch Wasserschweinfleisch einmal. Hier haben wir noch einmal eine große Zwiebel, so als Versorgung. Versorgt sind wir eigentlich ganz gut. Wenn ich mir jetzt nochmal einen Fisch brate beispielsweise, könnten wir ja auch nochmal machen. Ups. Oh. Ah ja, ich habe ja noch einen Ara. Ich habe ja noch einen... Ja, dann lassen wir den. Dann lassen wir den da, den Fisch. Ich habe ja noch einen Ara. Dann braten wir uns den. Ich glaube, Feuer war leer, ne? Ja, Feuer war kaputt. Wir schauen mal, ob es reicht. Ich glaube, ich muss dann gleich nochmal... Muss dann gleich nochmal Ästchen suchen. Feuer. Machen wir wieder... Das muss hier so gewesen sein. Ja, große Stöckchen brauchen wir noch. So, Sekunde, ich werde gerade mal meinen Monitor so ein bisschen anders einstellen müssen. Bei mir war es tatsächlich immer dunkler als bei euch. Finde ich sehr, sehr interessant. Das wird sich jetzt ändern. So. Stöckchen. Nee, so sonderlich ändern wird sie es nicht. Seil. Warum? Warum liegt da einfach so ein Steil rum? Warum liegt da ein Steil rum? So. Nehme ich ja alles. Ist ja nicht so. Und die ganzen kleinen Stöckchen können wir jetzt auch wieder nehmen. Höp. Höp. Und höp. Ich brauche aber die großen. Großer Stein. Fantastisch. Noch ein kleiner. Das ist nicht zu glauben. Geh kotzen. Yay, ein Stock. Notfalls werden wir da vorne so einen... Jawohl. So einen großen Stock einfach zerlegen. Aber noch haben wir ja Zeit. Wir müssen jetzt eh so ein bisschen den Tag rumbringen noch. Obwohl mittlerweile ist es dunkel genug. Noch ein Maden. Nee, danke. Mittlerweile ist es dunkel genug. Ja, gut. So gegen 19, 20, ne? Gegen 20 Uhr umhauen, dann ist es okay. Wir haben ja noch ein bisschen Energie. Ich hoffe, die reicht zum Feuer machen jetzt noch. Einzige Angst, die ich gerade habe, dass das zum Feuer machen gleich nicht mehr reicht. So, dann. Einmal Daumen drücken, benutzen, dann brauchen wir, kann ich diese Faser nehmen? Kann ich die da hinziehen? Ach ja, das ging auch mit der Faser. Aber mit der kann man irgendwas herstellen, was ich mit dem anderen Zeug nicht herstellen kann. Von daher nehme ich jetzt erstmal trockene Blätter. Bitte, 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 bitte. Wohl. Hat funktioniert. Anzünden. So. Dann machen wir den Ara. Da sammeln wir ab. Und legen das Ara-Fleisch da mal rein. Die Frage ist, habe ich noch irgendwas? Wir machen jetzt den Fisch. Was soll's denn? Bäh. Traumhaft. Moment. Tabakblatt. Boah. Komm gleich wieder. Nervig. Diese Größen der verschiedenen Objekte, die man durch die Gegend trägt, die müssen sie unbedingt nur anpassen. Das ist echt ein bisschen übertrieben hier. Hier haben wir so, hier habe ich da schon ein paar Blätter und Gedöns. Komm, da legen wir jetzt das Tabakblatt dazu. Heiß drauf. So, jetzt haben wir Platz für einen Fisch. Die schönen Tabakblätter einwickeln und grillen, das schmeckt bestimmt dann auch ganz toll. So.
Das ist so ein geräucherten Fisch, wenn wir uns so ein Räucherding hier mal aufbauen würden. Das müssen wir unbedingt machen. Das müssen wir ganz unbedingt machen. Nur jetzt haben wir halt erstmal anderes noch zu tun. Ich will jetzt erstmal noch erkunden. Und dann würde ich gerne hier so ein Räucherding natürlich aufbauen und ich komme schon wieder nicht ans Feuer. So ein Räucherding aufbauen und vielleicht auch nochmal so ein so eine größere Unterschlupfhütte, auch wenn es uns nichts bringt, aber es sieht dann einfach schön aus. Es sieht halt einfach schön aus. Was willst du machen? Wollen wir uns noch so eine Kokosnuss gönnen? Heute ist Gönn-Dir-Tag. Ne? Tag 13 ist Gönn-Dir-Tag. Aber dann, das ist echt eigentlich mit die Pilze. Das ist wirklich mit die Pilze ist wirklich sehr eigenartig. Da hinten leuchten jetzt welche, aber hier alle Pilze weg. Hier war jemand und hat mir die Pilze weggegessen. Auf einmal leuchten hier welche, wo nie welche waren. Behauptet er. Können wir uns halt auch mal so ein bisschen Kokosnuss grillen. Schauen wir mal. Habe ich ja auch noch nie gemacht. So. Faunbarschfleisch gegrillt. So, das trinkt mal aus. Das sammeln wir ab. Und das braucht mehr Platz, als ich habe. Nee, okay. So, dann nehmen wir das mal. Ziehen es mal da runter. Kokosnuss, Schalenfruchtfleisch. Da kocht nichts. Da gibt es keinen Kochtimer. Aber vielleicht kann ich da irgendwie was... Wasser, sauber. Hätte ich da rohes Fleisch reingeben können und dann noch Wasser oder so? Da ist jetzt kein Punkt, dass man noch was reingeben könnte. Also, okay. Geht jetzt nicht. Kann das nicht mehr nehmen. Machen das mal dahin. Das wird dann gekocht. Alles klar. Kann ich es jetzt wieder nehmen? Nee. Das ist... Oh, Scheiße. Der hat sich verbrannt. Oh, Scheiße. Ich habe mich verbrannt. Ah, wie dumm. Okay. Wie furchtbar dumm. Ich hab da, das ist logisch, aber ich habe da echt nicht dran gedacht. Was macht man da? Asche? Tabak? Machen wir mal so einen Tabakverband. Ja, das klingt ja logisch, wenn man durch die... Wenn man durch die heiße Kohle läuft, dass man sich dann vielleicht ein bisschen verbrennen kann. Andererseits haben berühmte Fußballlehrer das als Motivations- und Trainingsmaßnahme gehabt. Das soll ich mal nicht so anstellen. Dann ist das hier schwierig. Die Maden passen da nicht hin. Ja, gut. Okay. Joa, die eine Kokosnuss kriege ich halt jetzt nicht mehr aufgenommen. Was soll's. Wie sieht's aus? Oh Gott, es ist schon viel zu spät. Wir brauchen ein bisschen Proteine. Das essen wir morgen. Wir brauchen jetzt noch mal ein bisschen Kohlenhydrate. Dann essen wir das gerade mal. Ich will mal gucken. Hat man das schon mal gegessen? Ja, 10 Fett, 5 Kohlenhydrate, 2 Energie, 2 geistige Gesundheit. Bringt also genauso viel Energie und Kohlenhydrate insgesamt wie... Beziehungsweise, nee, bringt genauso viel Fett und Kohlenhydrate, bringt aber zusätzlich die Energie. Das bringt eine normale Kokosnuss wohl nicht. Normales Kokosnussfleisch jedenfalls. Okay. Gut, wir pofen. Wir pofen bis Pi mal Daumen 5 Uhr irgendwas. Und haben wir hoffentlich wieder volle Energie. Oh. Ja, volle Energie. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Wir haben viel Fleisch, aber viel wenig Restzeug. Was haben wir denn sonst so? Also Kohlenhydrate braucht man, ein bisschen Wasser, ein bisschen Fett. Das heißt also, eine Kokosnuss können wir uns gönnen. Dann gönnen wir uns mal hier ein Tag 7 Stunden, ein Tag 12 Stunden, ein Tag 13 Stunden. Dann warte ich noch ein bisschen mit dem Protein. Bis sich das lohnt, weil das bringt ja Pan 60. Mal noch irgendwo so viele Kokosnüsse hier.
sammeln. Brennt das Feuer noch? Brennt das Feuer noch? Dann können wir uns ja eigentlich die Dings... Gar nicht geguckt. Nee, scheint nicht mehr zu brennen. Dann essen wir so gut. Essen, Blutegel. Ah, da. Nimm weg. Da auch. Ah. Klappt. Widerlich. Widerlich. Boah, ich würde so kaputt gehen in diesem Dschungel. Noch mehr Kohlenhydrate. Noch mehr Wasser. Ja, eigenartig. Okay, Kohlenhydrate. Ich glaube, wir laufen einfach mal los. Ganz ehrlich, ich glaube, wir laufen einfach mal los. Nehmen uns jetzt noch einen Schluck Wasser. Und dann watschen mal los. Und werden unterwegs hoffentlich so ein paar Früchte finden. So. Bisschen was für einen Fluss habe ich auch noch. Platsch, platsch, platsch. Dann werden wir unterwegs uns so ein Steak reinhauen. Dann werden wir bestimmt nochmal... Zur Not einfach Kokosnüsse essen. Bringt ja auch mal ein paar Kohlenhydrate. Ein paar Pilze werden wir hoffentlich auch noch finden. So, wascheln wir hier mal lang. Große Steine gibt es hier jetzt auch noch in Massen. Hier hinten war immer eine Frucht. Vielleicht ist die nachgewachsen. Da, 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 da sind immerhin. Ne, Federn. Hm, brauche ich nicht. Habe ich so viele, will ich jetzt nicht rumtragen. Die brauchen nur so viel Platz, obwohl es nur Federn sind. Nehmen wir wieder mit. Und dann mal schauen. Warte mal, eigentlich wollte ich ja auf die andere Seite, fällt mir gerade ein. Aber da komme ich. Egal, wir gehen hier jetzt mal durch. Schnell, 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 Piranha und so, ihr wisst. Gut, also. Wow, muss man aufpassen. Von Kokosnüssen erschlagen, geht das? Das würde mich wirklich interessieren. Nicht, dass ich am Ende da liege. Bewusstlos. Erschlagen von einer Kokosnuss. Weißt du, gegen alles überlebt. Wir haben Jaguare getötet. Wir haben Schlangen getötet. Wir haben die eingeborenen Angriffe überlebt. Und dann wirst du von der Kokosnuss, die runterfällt, getötet. Es gab da mal so eine Statistik, was heißt es gab, es wird sie immer noch geben, die irgendwie dann schon besagte, dass pro Jahr, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es sterben mehr Menschen durch runterfallende Kokosnüsse als durch Haiangriffe oder sowas. Also, total absurde und unvergleichbare Sachen, aber oh, wir werden uns verlaufen. Aber ja, wenn man das jetzt mal so sieht, ist das nicht unbedingt unreal. Oh, Scheiße. Wieso Fieber? Wie vergiftete Wunde? Das war ein Tier. Wieso? Was vergiftete Wunde? Hä? Ja, ich sehe. Nicht, ob uns das hilft. Okay, verbunden ist. Da ist eine Schlange.
Nee, das ist ein Skorpion. Ein bisschen unrealistisch. Das ist unrealistisch. Verdammte Hacke. Das klingt aber eher so, als würde einer mit Stiften auf einer Steintafel rummalen. Okay, also wir haben Fieber, wir haben, glaube ich, 2 Giftwunden. Uns geht's alles andere als gut. Ich muss mal zurück und hoffen, dass wir... Ich glaube, wir brauchen da diese... Oh, guck mal, Fieber ist... Nee, Moment, 2-mal Gift ist weg. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen Fieber. Reste. Eventuell hilft mir da... Müsste ich jetzt auch erst wieder ein Feuer machen. Aber eventuell würde mir da diese Rotblüten... Ich weiß nicht, wie es heißt, das Zeug. Wasser ist ziemlich unten. Kohlenhydrate sind ziemlich unten. Okay, das kriegen wir wieder hoch. Den Skorpion am Boden echt nicht gesehen. Ich könnte auch nicht sicher sagen, dass da einer gewesen ist. Bitterholzblüten. So, die bräuchten wir. Meines Erachtens waren die das. Scheiße. Huch, Stimme weg. Scheiße. Stimme richtig weg. Scheiße, scheiße. So, jetzt geht's wieder. Nein, ich habe mich jetzt nicht verlaufen. Nein, ich weiß ganz genau, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Moment, wir müssen für unser Lager, ich muss hier gerade mal was beiseite schieben. Hier ist meine Liste. So, wir haben die neue Basis bei 51 West, 19 South. Das heißt, ich muss nach Süden. Um zu meiner Basis zu gelangen, da lang. Okay, aber ganz, ganz ordentlich nach Süden. Wie bin ich denn jetzt so weit weggekommen? God, I'm thirsty. Ja, ich weiß, dass du durstig bist. Ich muss da jetzt durch. Denn es gibt hier gerade irgendwelche... Wie bin ich denn jetzt so weit weggekommen? Hau ab. Gerade schon ein paar... Oh, es ist Tag 13, ne? Es ist einfach so. Wie bin ich hier hergekommen? Das passt jetzt so gar nicht mit meiner Richtung. Oh, scheiße, meine Energie. Da sind wir. Oh. Alter. Das Fieber nagt halt irrsinnig an der Energie, ne? Also mit Feuer machen ist jetzt auch nicht mehr. So, an sich geht es uns ganz, ganz vernünftig noch. Alter, diese Kackskorpione. Ah, hier.
genug Platz? Ernsthaft? Komm schon. Nein, nicht du. Ich muss jetzt ganz dringend zurück. Ich muss jetzt ganz dringend schlafen. Ansonsten kippe ich hier gleich um. Ganz dringend schlafen. Muss schlafen. Jetzt. Oh. Und das Fieber geht dann auch gut weg. Okay, das ist gut. Ja, wir wachen erst nochmal auf. Alter Vater, dieser Kackskorpion. Boah, der hat uns jetzt wirklich viel gekostet im Sinne von hier, ne, kostbare Sachen, die wir uns hier gekocht haben. Was sagt er denn hier so zum Thema Kohlenhydrate? Zum Thema Wasser. Wasser haben wir hoffentlich hier noch ein bisschen was. Gut, dass wir diese Wasserschale beispielsweise dabei hatten, also den Wasser, diesen Wasserbehälter dabei haben. Der hat uns einmal das Leben gerettet. Und gut, dass wir das Steak dabei hatten. Das sollten wir uns wieder eins holen. Das hat uns Energie gegeben, dass wir noch zurückkamen. Sehr, sehr vieles hat uns jetzt aufgrund unserer guten Ausrüstung gerade noch so das Leben gerettet. Meine Fresse. Kann jetzt auch nicht hier herstellen und das noch irgendwie dazu bringen oder sowas. Ne, mit der Blüte, das hat man schon mal probiert, ne? Okay. So, und dann müssen wir uns hier mit dem Tabak, da hatte ich doch auch noch Tabak hingelegt. Ach komm schon. Herstellen. Herstellen, machen wir uns direkt wieder einen Verband. Und hier liegt auch noch Asche. Können wir uns noch einen Ascheverband machen. So. Und dann haben wir hier, ja komm, wenn wir da noch mehr Asche liegen. Warte mal, hier liegt noch ein Tabakverband. Kann man noch nehmen. Da liegt noch ein normaler Blattverband. Ich lege den hier mal dazu. Dass wir einen normalen Blattverband jederzeit haben, wenn wir irgendwie was Spezielles brauchen und noch rausfinden, keine Ahnung, man braucht die Pflanze X gegen hier solche Vergiftungen oder so. Hier, das sammeln wir ab. Ich hoffe, der ist noch frisch. Ja, Arafleisch. Arafleisch roh. Dann können wir uns in der nächsten Folge hoffentlich nochmal ein Feuerchen machen. Dann würde ich nochmal versuchen, ein Wasserschweinchen zu jagen. Oder wir bauen uns doch mal eine Schlingenfalle, dass wir da jederzeit eins rausholen können. Und jetzt habe ich Egel. Ja, nicht so gut. Nochmal. Noch sehen wir ja ein bisschen was. Noch mehr. Boah. Alter, wo bin ich da reingetreten? Furchtbar. Okay, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sollte mir vielleicht auch nochmal so versuchen, ein paar Pilze zu organisieren, damit wir irgendwie ein bisschen Resistenz gegen Parasiten und dergleichen wieder aufbauen können. Das lief jetzt erstmals nicht mehr so gut. Was habe ich auch sagen würde, wir nehmen uns einen anderen Spielstand. Und nochmal gerade noch. Spiel speichern. Das hier war unser, bevor wir aufgebrochen sind auf Exkursion. Das hier war, wo wir hier angekommen sind, unser Lager perfekt eingerichtet haben. Ich nehme jetzt mal, ich überschreibe den hier. Tatsächlich. Ja? Ich überschreibe tatsächlich den hier, weil dahin zurück will ich nicht mehr. Hier, das Lager war so perfekt. Ich glaube aber nicht, dass es uns jetzt hier irgendwie ganz, ganz schlimm erwischt hat. Ich glaube, wir bekommen das hier wieder in den Griff. Das war jetzt mal ein Biss, ein Giftbiss. Wir sind jetzt soweit aber wieder fit. Da wollte ich doch gar nicht hin. Sondern hier bis auf Kohlenhydrate. Da müssen wir zur Not uns hier diese Wurzel reinpfeifen. Da müssen wir uns wieder eine neue holen. Es hat uns jetzt ganz kurz zurückgeworfen. In dem Sinne, als dass wir einige Sachen, die wir gerade im Gepäck hatten, uns jetzt wiederholen müssen. Aber das schaffen wir in den nächsten Folgen. Also bis dahin, macht's gut. Und macht's gut. Ciao, was für Nüffel? Welche Nüffel?